10 Rockets auf einmal, dann lass die Rockets so maximal 10 Schaden machen und nicht 4000 Schaden auf einmal, Alter! Hallo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Und kennt ihr eigentlich diesen Moment, wenn ihr komplett depressed in der Ecke setzt und euch denkt, ich würde jetzt nochmal richtig, richtig gerne lachen? Größter Lacher geht an der Stelle erstmal wieder an mich. Keine Ahnung, ob ich meine Kopfhörer auf habe. Die brauche ich an der Stelle nicht, weil wir uns tatsächlich heute nur mit Memes befassen. Crispy und Nicen. Fortnite-Memes, Leute. Und jetzt passt mal ganz genau auf. Fortnite an sich, ja, schon Killer. Hier, Roboter. Moment mal, was? Was? Explosion. Oh mein Gott, Alter. Fortnite-Tänze, Junge. Okay. Alles geil, alles nice. Aber jetzt, meine Freunde, kommt das Next Level. Fortnite-Memes, die mich am Leben erhalten. Die mir überhaupt Energie geben, morgens in den Tag zu starten. Das sind genau diese Memes, wo man drauf guckt und sich denkt, bruh, das ist wirklich witzig. Oh, ich glaube, es ist so stehen geblieben. Ja, Fortnite. Genau diese Memes werden wir uns heute reinziehen und ich habe da extrem Bock drauf tatsächlich. Also das sind wirklich ich würde fast schon sagen, ich mache es gar nicht wegen dem Content. Eigentlich filme ich tatsächlich nur das, was ich jeden Tag mache, nämlich auf Reddit scrollen. Wir schauen uns heute Fortnite-Memes an. Let's go! Es gibt tatsächlich ein passendes Subreddit dazu, das heißt Fortnite-Memes. Und ich glaube, dass die vier Jungs, die das gegründet haben, auf jeden Fall in ihrem Leben noch kein einziges Mal gehabt haben. So wie ich tatsächlich, von daher passt das ganz gut zu mir und auch Grüße an meine Zuschauer an der Stelle. Wir sind, glaube ich, genau auf einem Level. Man kann sich unterhalten. Meteor destroys Dusty Depot and leaves a big hole there for six reasons. Next is up. Ja! It's Rewind Time! Fortnite danced in Marcus Brownlee. Da, dead hot. Also ich übersetze nochmal ganz kurz für die Leute, die in der Hauptschule nicht aufgepasst haben. Meteor zerstört Dusty Depot und lässt einen geklaffenden riesigen Krater für sechs Seasons da. Nexus Orb. Da, it's Rewind Time. Also quasi, wir spulen das. Ich glaube, ihr wisst, was Rewind Time. Ich brauche das nicht. Machen wir weiter. Gutes Meme. 10 von 10. Lustig. Haha. Epic Games. Let's remove Double Pump because it's OP. Also Epic Games. Let's insert Transformer. Oh yeah, it's a great idea. Oh Junge, dieses Bild da unten, Alter. Das ist ein nices Ding, das ist gut. Ja, keine Ahnung, Roboter und Double Pump, immer noch eine geile Geschichte. Double Pump, wie gesagt, Leute, hier nochmal ein paar Clips, ein bisschen Double Pump von früher. Ihr habt's gesehen, ich glaube, Double Pump ist einfach eine Sache, da brauchte man ein bisschen Skill für, um das zu timen, damit man genau weiß, wann ich die Pumpgun wechsle auf die andere Pumpgun, damit ich einfach weiß, wie ich OP werde, ja? Aber für den Roboter, da braucht man keinen Skill. Man setzt sich einfach da rein und tritt einfach auf seine Gegner drauf, als wären es verkackte Kakerlaken, Alter. Was? Ja, Epic Games, Grüße gehen raus an der Stelle an euch. Double Pump ist zu OP, aber die Transformers und die komischen riesigen Roboter, die alles direkt one-hitten, die lassen wir auf jeden Fall drin. Nice Idee. Sehr gut, freut auf jeden Fall den Großteil der Spieler. Nee. When you get shot in Fortnite, wenn in Fortnite auf dich geschossen wird. Wall. Ja, das ist tatsächlich ganz lustig, weil genau, also das macht schon Sinn, weil also Donald Trump möchte eine Mauer bauen und wenn man beschossen wird in Fortnite, dann baut man was? Eine Mauer. Mega. Mega. Glaubt, dieses Video aufzunehmen, war echt eine Idee. Mom, can we have gold pump? No, we have gold pump at home. Gold pump at home? Drum shotgun. Oh, Junge, belastend, Alter. Ja, Mama, kann ich eine goldene Pump haben? Nein, wir haben goldene Pump zu Hause. Goldene Pump zu Hause, Drum shotgun. Das ist ein ganz lustiges Meme, ja? Funktioniert tatsächlich nach dem Prinzip, dass man früher mal gesagt hat, Mama, kann ich was bei Macis essen? Nein, wir haben Essen zu Hause. Essen zu Hause, absoluter Reinfall und kompletter Kotzmüll. Ja, genauso verhält es sich hier mit der Waffe, eine goldene Pump. Ach, warum tatsächlich? Warum eigentlich eine Spaß oder irgendeine andere nice Pump? Nee, es gibt doch die Drum Shotgun, die entweder 400 Schaden mit 12 Schüssen macht oder 3 Schaden mit 12 Schüssen. Auf jeden Fall auch eine meiner absoluten Lieblingswaffen, die, ja, das macht Spaß. I'm glad I drew... Alter, okay. Ich bin froh, dass ich damit aufgewachsen bin, Windex zu trinken anstatt Slurps. Ja, wer kennt's nicht? I'm glad I grew up drinking this and not this, ja. Also ich habe tatsächlich auch früher eine lange Zeit lang Fensterreinigungsmittel getrunken. War immer mein absoluter Favorite. Fensterreinigungsmittel im Generellen. Immer mit ein bisschen Limette danach, schön den Magen auspumpen. Top. Ist besser als jede, wirklich jede Detox-Kur, jede Diät. Danach ist man 3 Tage lang bluten, es geht dir deutlich besser. Und sei mal ganz ehrlich, ja, bei Fensterreinigungsmitteln, da weiß ich wenigstens, was da drin ist. Ein Großteil Alkohol, ein paar antibakterielle Stoffe, die können ja nur gut für den Körper sein. Aber ganz ehrlich, bei Slurp Juice, da weiß wirklich niemand, was da drin ist. Von daher bin ich auch froh, dass ich wirklich damit aufgewachsen bin. Eine Menge Fensterreinigungsmittel, die Trick... Alter.
Oh mein Gott, Alter, ist das schrecklich, Alter. Ist das ein schreckliches Meme. 1984, die Freiheitsstatue sieht ganz normal aus. 2018, die Freiheitsstatue ist der ein Fortnite-Tanz. Ja, ich kann euch beruhigen. Ich war tatsächlich ja letztens in New York. Vielleicht habt ihr die Vlogs gesehen. Falls nicht, hier oben könnt ihr das nochmal anklicken. Die Freiheitsstatue ist bis dato kein... Also, die Freiheitsstatue ist kein Fortnite-Tanz. Aber Donald Trump hat gesagt, er möchte erstmal ein paar 90s um die Freiheitsstatue rumflexen, sie von oben abbauen und dann später tatsächlich Wall replacen mit einer Fortnite-Tanz-Animation. Finde ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, zeitgemäß, und das Ding steht auch schon viel zu lange da. Wird auf jeden Fall Zeit für was Neues. Oh Gott, Alter, das ist momentan so accurate. Player Feedback, also die Spieler geben quasi Feedback an Epic Games, das und das ist und Epic Games sagt, das ist wertlos. Ganz genau das passiert tatsächlich gerade. Wirklich, nehmt diesen gottverdammten Roboter raus. Niemand, aber auch wirklich niemand möchte diese gottverdammten Missionen für diesen Roboter zu Ende spielen, wenn euer Plan wirklich ist, den Roboter bis Season Ende drin zu lassen. Dann bin ich raus. Dann bin ich wirklich raus. Geht wenigstens hin und nerft diese gottverdammten Rockets. 10 Rockets auf einmal? Junge, dann lass die Rockets nur maximal 10 Schaden machen und die 4000 Schaden auf einmal, Alter! Ja, Epic Games. Ihr habt so gut auf unser Feedback bis dato gehört. Bitte, hört nicht auf damit. Macht weiter. Okay, ja, stimmt. Schon tatsächlich jetzt, wo wir gerade bei den Robotern sind, da hat er schon ein bisschen recht mit dem Meme. Ich und Leute, die sagen, der Mech ist viel zu OP, man kann ihn überhaupt nicht countern. Hier ist eine Boogie-Nate. Gut, ist schon wahr. Auf der anderen Seite muss man natürlich dafür erstmal Boogie-Nates im Gepäck haben. Und ganz ehrlich, Leute, jetzt zu sagen, plötzlich ist eine Boogie-Nate mehr wert als ein Medkit oder ein, also, oder irgendwie ein Slurp oder Shield-Potions, I don't f*** that. Keine Ahnung, aber ja, im Grunde ist es richtig. Aber ich meine, wir haben nur 5 Slots. Gebt uns einfach einen Slots mehr für Boogie-Nates und alles ist fein. Dann beschwert sich, glaube ich, niemand. Diese Explosion von diesem Orb. Deine Mutter, die dir sagt, du sollst Fortnite ausmachen. Du, der einfach davor wegrennt. Ja, wer kennt's nicht? Also, ich tatsächlich nicht, weil, also, meine Eltern wohnen nicht mehr bei mir. Ich habe sie rausgeworfen, dass ich vor mehreren Jahren und wohne jetzt allein in Köln. Aber vielleicht ist es bei euch ja so. Also, ja, dann heißt es auf jeden Fall an der Stelle Run. Guys, literally. Sprachen lernen. Guys literally only want one thing and it's disgusting. Ja, lass uns einfach Shield Potions wieder stacken auf 10 und nicht 6. Das wäre Ehre. Weil jetzt mit dieser neuen Mesh-OP-Geschichte und diesen blöden Robotern, paar Shield Potions mehr wären schon geil. Das wäre nice. Und ja, tatsächlich, Jungs wollen nur eine Sache und das ist absolut ekelig. Ja, wir möchten wirklich nur gestackte Shield Potions auf 10er Stacks haben. Ehre, mehr wollen wir nicht. Verschiedene Typen von Kopfschmerzen. Migräne, Hyperspannung, Stress und dann ist der ganze Kopf rot, weil halt hier der Roboter. Also ja, genauso fühle ich mich tatsächlich. Genauso fühle ich mich. Mein Kopf platzt einfach. Er wird rot. Ich schwitze und am liebsten würde ich einfach irgendwen in meiner näheren Umgebung umbringen. Gut, dass ich das noch nicht gemacht habe, aber wirklich, wir müssen echt über diese Roboter reden. Epic Games, lass uns talken, Alter. Wir müssen da was machen. Raus damit, aber ganz schnell. Hype for Dusty the Bow coming back. Remembering that it only has 3 chests. Ja, Dusty the Bow kommt zurück. Oh, es hat nur 3 Kisten. Ja, aber immerhin haben wir Factory zurück, Leute. Factory, absolut arschgeiler Loot Spot. Jetzt wird es nur noch Zeit, dass das ganze Schneebiom verschwindet und die ganze Insel auf Season 2 zurückgesetzt wird und ich bin wieder happy. guck mal hier, Leute. Hier hat es ein paar Fortnite-Player, die gerade Bock auf ein Victory Royale haben und dann kommt einfach der Mesh rein und stompt dich einfach zu Tode in Form von Baloo den Bär. Ja, also kann ich nur unterstützen. Ein Großteil der Memes geht um diesen Roboter und es ist auch berechtigt so. Weil es uns alle ankotzt, verdammt nochmal. Junge, Alter. Creeper? Oh, man. Creeper? Oh, man. Mesh? Oh, man. Ist genauso wie die Creeper in Minecraft absoluter Ab... Aber die Creeper kann man wenigstens countern. Man kann sie outplayen. Ein Mesh, abgesehen von der Boogie-Nate? Na. Oh, hell no, you're not gonna do that. Jeder in Fortnite, wir hassen Flugzeuge. Fortnite, riesiger Roboter. Ganz genau das, Alter. Nice, danke dafür. Chocuzel. Gibt's eigentlich noch andere Memes oder geht hier wirklich alles nur um diesen verdammten Roboter? Gut, wir sind zum Glück am Ende angelangt, meine Freunde. Ich glaube, ich habe es ganz knapp über 10 Minuten geschafft. Ich bin mir nicht sicher. Falls nicht, dann gibt es hier einfach nochmal 30 Sekunden Werbung für meinen Creator-Code, damit ich auf jeden Fall hier maximalen Profit rausschlagen kann. Was geht ab, meine lieben Freunde? Ey, falls ihr mich noch nicht eingetragen habt beim Support a Creator, ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr meinen Code Revenzeit einfach eingeben würdet, meine Freunde. Das wird nach 14 Tagen wieder gelöscht, also vergesst nicht immer wieder abzuchecken. Ich würde mich echt mega dafür bedanken. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Falls das nicht geklappt hat und ich immer noch unter 10 Minuten bin, dann bin ich leider raus an der Stelle. Dann ist es halt nicht 10 Minuten geworden. Ich bin damit raus bei diesem Video, meine Freunde. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Nutzt auf jeden Fall meinen Creator-Code Revenzeit. Wenn ihr tatsächlich gegen die Fortnite-Mechs kämpfen möchtet und die Roboter besiegen wollt, müssen wir jetzt alle zusammenhalten. Nutzt meinen Creator-Code dafür. Ich bin raus. Macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.
Ja.